Shishanavisha, meine Freunde. Im letzten Video habe ich meinen Mund, glaube ich, ein bisschen zu voll genommen. Da habe ich doch glatt gesagt, ich muss mal, glaube ich, eine Blindverkostung machen. Was haben meine Kinder gleich zum Anlass genommen? Ihr seht, 5 Shishas, 5 Geschmäcker. Aber da ich das nicht alleine machen will und ich kann es auch nicht, also ich glaube nicht, dass ich irgendwie was rausschmecke, habe ich mir den Raffet geholt, der Kiri, Instagram Kiri. Der unterstützt mich hoffentlich. Ich hoffe, dass ich wenigstens einen rauskriege. Also ich bin jetzt mega aufgeregt. Wir haben 5 verschiedene Pfeifen. Meine Aventador von Hookah, die kennt ihr. Darauf habe ich den Da Vinci Steinkopf mit Siebaufsatz. Dann haben wir hier die Aladdin MVP 470. Da haben wir einen ATH-Kopf. Da haben sie wohl Alufolie mit 2 Kohle gemacht. Dann haben wir hier die MVI, die meine Plexiglas-Shisha-Einschlauchanschluss. Hookah-Glas-Funnel mit Hookah-Smokebox. Dann meine allererste Pfeife, meine Smoker mit einem Hookane Triple-Funnel haben sie gebaut. Und die WD Hookah und der Kopf, darfst du sagen, weil das ist ein Kopf. Da haben wir einen Mauna Loa Tonkopf mit einem Kaya Aufsatz, also Kaya Shisha Smokebox. Und Smokebox mit 2 Kohle, ja. So, okay, sie haben uns herausgefordert, wir nehmen es an. Ich hoffe, naja, bei mir und Pim uns auf jeden Fall. Ist ja so, bei mir geht ja nie was gut. Aber lasst uns beginnen, ich bin jetzt echt gespannt, was da drin ist. Und ich würde sagen, los geht's, oder? Ja, mit welcher Sommer? Bist du bereit? Da. Ich glaube, wir fangen bei dir an. Alles klar. Sicherheitsabstand haben wir auch ungefähr so 1,5 Meter eingehalten, hoffe ich. So, dann wollen wir mal. Guten Rauch. Guten Rauch. Kiri, los geht's. Traust dich? Zitrus. Da ist irgendwas Limettiges drin, ja. Ja. Ein bisschen schwach aufgepusht. Also vom Geschmack her. Ich würde irgendwie... Ich jetzt wieder, also es ist auf jeden Fall, ich kann es schon mal sagen, es ist nicht einer meiner Lieblingstabaks. Keiner von meinen 4. Also Zitrus liegt mir auch nicht. Aber ich würde Richtung Moloko gehen. Moloko? Das ist der von Monaco, der ist super lieb. Der schmeckt schon intensiv. Bisschen Eis da drin. Mir ist ein bisschen wenig Geschmack, muss ich sagen. Also geschmacklich könnte er besser sein. Wahrscheinlich ist das auch nicht, deswegen auch nicht mein Lieblingstabak. Die Rauchentwicklung. Also auf jeden Fall, die Rauchentwicklung ist auch ein bisschen schwach. Ja. Vielleicht zum Mischen nehmen, aber. Nee, also. So wirklich. Nichts Besonderes. Na, was entscheiden wir uns? Also, Limette, da bin ich eigentlich. Und die Rauchentwicklung fehlt mir. Ja, da geht gar nichts. Da geht nichts, Leute. Was habt ihr gebaut? Ich bin diesmal raus. Das hat mein Sohn, der Pasi, hat alle 5 Köpfe mit seiner Freundin gebaut. So. Ja, bin also, ich diesmal komplett unschuldig. Also ich würde tatsächlich auf Moloko tendieren. Nee, der Moloko hat mir nicht geschmeckt. Den habe ich nach ein paar Sekunden, nach einer halben Stunde ausgemacht. Und da habe ich nicht mehr viel da gehabt. Da habe ich nur noch so eine erbsengroße Portion da gehabt. Das ist auf jeden Fall so, das sind meine Tabaks, wo ich hier im Haus habe. Aber, naja. Also ich kann euch einen Tipp geben. Ja, bitte. Drin ist Erdbeer, Limette und Kiwi. Ich will nur Limette. Marke? Könntest du dich auch verraten? Ne, also Leute, tut mir leid. Ne. Dann probiert mal den nächsten. Ich komm. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Ja. Dann muss man kurz den Aufsatz wechseln. Ja, meine erste kleine Smoker darf auch mal wieder in Einsatz kommen. Weil ich bin ja wirklich verliebt, ihr wisst ja, in meine
meine Hookah Aventador. Das ist ja wirklich meine Schüssel. Ach, diesmal darf ich anfangen. Ja. Das kommt schon eher in meine Richtung. Buttermilk Punch. Ja, nee, Watermelon Chill vielleicht? Buttermilk Punch. Also Social Smoke ist auf jeden Fall, ne? Nee, also der Geschmack kommt mir sehr bekannt vor. Schmeckt sehr gut. Ja. Intensiv. Wenn es mein Watermelon ist, dann mega. Und, und seht mal die kleine Smoker, was die für einen Rauch macht. Ja, top Rauchentwicklung. Gute Qualität. Doch, der ist süß. Und also ich müsste jetzt wirklich. Vielleicht liegt es auch tatsächlich am Kopf. Und ich habe ja so Probleme mit diesem Putin Tripol Funnel. Ich kann das ja gar nicht mit dem. Muss man mal verraten, wie den baut hast. Also was ist euer Tipp für die Shisha? Auf jeden Fall Watermelon. Ich sag auf jeden Fall Holster Watermelon Punch. Weil den Geschmack kenne ich einfach. Das seid ihr richtig. Ja! Gut. Hat mich Gott sei Dank wenigstens einer, wo ich gekannt habe. Wow, mega. Jetzt, Alter, wir brauchen die nächste, da brauchen wir. Ja. Achso, da können wir nur einen rauchen. Ja, alles klar. Mach du mal. Oder ich mach mein Hygienemundstück da drauf. Ja, so wie du möchtest. So machen wir's. Also auf Hygiene wird hier auch geachtet. Jetzt mache ich noch zwei Hände, weil sonst schmeiße ich sie noch um. Das ist ja meine Gartenshisha. Am Pool will ich die ja immer benutzen, wenn sie umfliegt geht. Rein optisch sieht die Shisha echt sehr gut aus. Qualitativ die Aufsätze hier. Wirklich top. Das ist auch was ich zu Hause habe. Ja. Also Auswahl hat sie tatsächlich auch ganz viel. Ja, aber ich bin ja noch lange nicht da, wo ihr immer sagt, was ich noch alles probieren muss. Ja, da gibt es noch jede Menge, auf jeden Fall. Ich habe eine Vermutung. Ja. Nur zur Info, die Töpfe sind alle nicht gemischt, sondern alles coole Töpfe. Ich schätze mal, es ist der X-Racher. Ui. Schätze ich mal, weil das erinnert mich jetzt an nichts an. Der erinnert mich ein bisschen an Traube Minze. Ja, mach du mal. Dann können Sie mal ein bisschen trinken. Ich habe schon gedacht, ich ziehe immer vorsichtig. Ich ziehe da immer wie ein Ochs dran. Boah. Rauchentwicklung kommt auf jeden Fall gut. Ich meine, da ist für sich drin. Ja, das stimmt. Pfirsich ist da drin. Das schmeckt mal ganz intensiv. Ah. Aber Rauchentwicklung gefällt mir nicht. Ne, guck mal. Also besser wie deine, wie die Hookah. Ich meine jetzt rein vom Tabak. Also geschmacklich top. Aber okay. Ja, nichts Besonderes. Später nochmal probieren. Ja. Ja, jetzt müssen wir wieder umstecken. Ja. Mal schauen, ob jetzt auf den Trichter kommt. Jetzt kommt die Aladdin. Also rein optisch betrachtet sieht die Shisha echt klasse aus, oder? Die Aladdin. Die Aladdin, die ist auch toll. Also entweder habe ich die oder die in Gebrauch gerade. Die werde ich auf jeden Fall immer draußen benutzen, am Pool, wenn ich draußen sitze oder im Garten oder auch mal mitnehme zu Festle oder so, wenn man mal irgendwo am See ist. Naja, dieses Jahr denke ich ja eher. Ja, ja, klar. Aber auf jeden Fall sehr edle Bowl. Die Rauchsäule, top, verarbeitet, ja. Also auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sind es halt alles Edelstahl-Shishas. Also Aluminium habe ich noch nie gekauft, die haben mich von Anfang an beraten lassen. Immer Edelstahl zu kaufen, weil Aluminium geht halt gleich den Grundspan hin. Boah, ich glaube, da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Der Geschmack, ich kenne den Geschmack. Ich nicht. Ich bin gerade am Rätseln. Auf jeden Fall ist ein guter Rauch.
auch die kleine, man sagt ja immer, auf die Shisha kommt es eigentlich nicht drauf an. Der Kopfbau ist entsprechend wichtig. Ja, der ATH-Kopf ist auch ziemlich gut, oder? Gut gebaut. Der ATH schwört meinen anderen Sohn unheimlich drauf auf die Köpfe. Boah, ich kann von dem. Am Anfang hat er gesagt, es war. Ich habe da absolut keinen Plan. Also, wenn ich jetzt tippen müsste. Ja, tipp mal. Wir haben die Smoker noch zum Tippen. Würde ich. Es ist auf jeden Fall nichts Fruchtiges. Auf gar keinen Fall. Doch, fruchtig. Also da das Kaktus ist nett. Nee. Ja, zu einfach gewesen. Ja. Tja. Kann man jemanden anrufen? Gibt's ja auch, hallo. Ich kann euch aber einen Tipp geben. Ja. Ich habe einen Fruchtmix aus Drachenfrucht. Oh, dann ist Drachenfrucht. Dann ist. Almasifa. Bruderherz. Bruderherz. Richtig. Uff. Mein Mann sein absoluter Lieblings. Schon zu oft geraucht, daher kann ich den Geschmack nicht mehr. Also haben wir ja schon zwei. Ja, super. Und jetzt kommt meine. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Main Shisha. Ach. Super Rauchentwicklung. Das müsste. Das ist was. Probier mal. Kaugummi-mäßig. Mit Minze? Was? Die Zange drauf? Zange. Sag doch was. Ziemlich stark. Entschuldigung, aber... Du bist der längere Shisha-Raucher wie ja, ich. Ja, gerade tatsächlich habe ich wegen der Zange lachen müssen und dann ist mir in den Hals reingerutscht. Ich auf jeden Fall was mit Bubblegum. Ist der Love 66? Ja. Ist gerade Mango Maracuja und was ist da noch drin? Ja, den rauche ich gerade seit 3 Tagen, weil ich habe mir den frisch gekauft. Wassermelone, Honigmelone und Maracuja. Ja, Maracuja. Die Wassermelone ist sehr intensiv, gell? Und im Nachhinein kommt so immer ein bisschen Maracuja mit dazu. Ja. Also ich sage, ich feiere den Tabak. Ich finde ihn zu hart, zu intensiv. Ja, der ist jetzt gerade ein bisschen heiß. Also mit 3 Kohle wäre das, glaube ich, zu heftig. Aber ich würde gerne nochmal alles durchtesten, oder? Ja, jetzt braucht ihr noch die in der Mitte und die ganz rechts. Ach, deine brauchen wir auch noch. Ja. Was war die erste? Haben wir die hier? Nein. Haben wir die nicht erraten? Nein, ich habe extra jetzt eine Kohle reingelegt, dass mehr Rauch kommt. Wagen wir uns nochmal. Na dann. Ich blase auf jeden Fall aus. Ich auch. Ja, gut. Auf ein neues. Jetzt raucht's auf jeden Fall mal. Was trinken? Also ich tendiere, ich bleibe bei Molokko. Auf jeden Fall limettig, zitronig limettig. Was ist noch drin? Erdbeerlimette und Kiwi. Kiwi Punch? Kiwi Punch. Nee, Kiwi Punch habe ich nicht. Den habe ich leider weitergeschenkt. Das war überhaupt nicht meiner. Ich habe keine Idee. Keine Idee. Tabak ist von Cavalier. Cavalier? Weiße Dose. Stimmt's? So eine weiße Dose? Ne? Schwarz-rot. Und ein Pferdestroff. Pferdestroff? Ein Pferd drauf. Dann haben wir extra einen Profi am Startpunkt. Okay, ne, also. Also dann kann ich es leider nicht erkennen. Ich glaube, einer deiner Lieblingstabaks. Meiner? Ich glaube, ja. Von meinen 4. Dann hätte ich es erkannt. Am Anfang hast du den Namen schon gesagt. Oh Gott. Was hast du am Anfang gesagt? Ja. Was es auf keinen Fall ist. Molokko. Vielleicht noch ein Tipp? Ein Pferd ist drauf. Wo habe ich ein Pferd auf einer Dose?
Kehrefer. Ey, wirklich, ich bin da. Bei Limette hört bei mir noch Spaß auf. Also, Name steckt drin. Welcher Name steckt drin? Von euch zwei. Daiquiri. Ja. Hast du am Anfang gesagt, das ist auf keinen Fall. Ja, okay. Daiquiri. Dann habt ihr jetzt noch den in der Mitte. Hab ich noch nie geraucht, tatsächlich. Daiquiri, den habe ich mir auch erst neu geholt auf Empfehlung. Habe ich mir erst eine kleine Probepackung geholt im Livestream. Und dann war der echt lecker. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich den nochmal. Und würdest du den weiterempfehlen? Ja. Obwohl ich ihn jetzt nicht erkannt habe, Mensch. Habe ich zu wenig geraucht. Ich bin jetzt gerade eher auf diesem Love 66 hängen geblieben. Aber man muss es halt mögen. Love 66 ist ja so gängig in allen Shisha-Bars. Ja, was habe ich gehört? Daiquiri geht immer, das ist wie Pizza. Entweder mag man Pizza oder mag man keine Pizza. So. Also. Genau. Nicht so viel gut. Der hat was Pilziges auf jeden Fall. Mhm. Ich schmecke da Pfirsich raus wieder. Ja, Pfirsich ist drin. Pfirsich ist drin. Mr. Chill? Nein. Was von 7 Days vielleicht? Nein. Nein, das habe ich nicht. Nehmen wir dann ein Stück noch. Genau. Ich schmeck tatsächlich nur Pfirsich. Ja. Ganz intensiv. Schmeckt sehr gut. Ist da nicht das Smiley-Gesicht drauf da? Das ist diese Sache. Nein. Pfirsich. Was habe ich denn Pfirsich? Ich weiß nicht, was du an Pfirsich da hast. Also die Dose ist aus Alu. Ah, Aquamenta Exotic. Genau. Oh, habe ich mal geraucht. Habe ich tatsächlich mal geraucht, ja. Aber. Ja. Also, okay. Meine erste Verkostung. Ganz so unwissend war ich jetzt ja doch nicht. Und du auch nicht. Wir haben ja doch ein bisschen was rausgeschmeckt. Ja. War aber auch sehr kniffelig. Oh ja, guck mal, wie ich zitter. Voll aufgeregt vor der Kamera. Ich und testen. Also ich werde mit meiner Äußerung jetzt immer vorsichtig sein, was ich da so von mir gebe. Aber meine Kinder haben schon noch zwei so Videoideen. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt dann noch alles kommt. Oh je, ich freue mich. Ja, bist du wieder dabei? Ich bin gerne mit dabei, ja. Also, wir könnten Kiri auch abonnieren auf Instagram. Da ist er nämlich auch. Und der Pasi im Hintergrund, natürlich mein Sohn. Naja, gut. Also, wir waren ja jetzt noch nicht ganz so unwissend. Ich hoffe, euch hat das kleine Video, ja, klein war es jetzt ja heute nicht, das Video gefallen. Ich habe mich auf jeden Fall rangetraut. Ich habe die Herausforderung angenommen, um Tabak zu testen. Und ich werde dranbleiben auf jeden Fall mit neuen Tabakstesten, das habe ich euch ja versprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, geht rüber auf Instagram, shisha-mutti. Mein Merch, seht ihr, habe ich ja immer noch ein paar am Start, könnt ihr da auch noch kaufen. In diesem Sinne, wie immer, mein Abschlusswort, shisha-lavisha, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Peace!